Eine gute Infrastruktur, sie ist lebenswichtig, ja manchmal überlebenswichtig. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ganz klar, wir müssen und werden alles daran setzen, sie zu erhalten, sie zu verbessern, zu digitalisieren und zu modernisieren. Und wir müssen sie klima- und umweltfreundlich gestalten. Nur so werden wir unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen gerecht. Für all das bietet der vorliegende Haushalt eine gute Basis. Wir machen klimafreundliche Mobilität attraktiv, indem wir die Schiene umfassend stärken, den Rad- und Fußverkehr zu einem zentralen Element unserer Verkehrspolitik machen und die Mittel dafür erheblich aufstocken, indem wir mit unserem Masterplan Ladeinfrastruktur Druck und Tempo machen beim Ausbau der Infrastruktur für E-Fahrzeuge, indem wir klimafreundliche Pkw, Lkw, Nutzfahrzeuge, Busse, Schiffe, Züge oder Flugzeuge weiter fördern und indem wir mit den Ländern einen Ausbau- und Modernisierungspakt für den ÖPNV schließen und nach dem großen Erfolg des 9-Euro-Tickets im kommenden Jahr das Deutschland-Ticket einführen. Warum Sie das immer noch schlecht reden, obwohl die Leute das sehnsüchtig erwarten, das bleibt, liebe Opposition, Ihr Geheimnis. Wir sorgen außerdem dafür, dass unsere Straßen und Brücken endlich wieder in einen guten Zustand kommen und für aktuelle und künftige Herausforderungen gewappnet sind. So wie wir die Straßen und Brücken in Deutschland übernommen haben, so kann und darf das nicht bleiben.